und herzlich willkommen bei Stempeline. Ich bin Jeanette Egemann, unabhängige Stampin'Up-Demonstratorin und heute zeige ich dir ein neues Video mit einer Grußkarte, nämlich diese hier, und wie die gemacht wird, zeige ich dir. Zum Stempeln habe ich einmal ein Stück Farbkarton Flüsterweiß und der hat die Maße 9,5 x 13,8 cm und ich verwende jetzt das Stempelset Delicate Details aus der Celebration 2017. Diese schönen Bordüren, also diese Klarsichtstempel, die sind jetzt nur noch bis zum 31.03.2017 erhältlich oder solange der Vorrat reicht. Stampin' Up! Hat schon angekündigt, dass diverse Celebration-Artikel nur noch begrenzt verfügbar sind. Und wenn weg, dann weg. Also ich empfehle dir, schnellstmöglich deine Artikel zu bestellen, wenn du noch welche aus der Celebration haben möchtest. Ich habe das jetzt hier einmal auf einem Karo-Papier ausgerichtet, damit ich hier meine Bordüre möglichst gerade und gleichmäßig gestempelt bekomme. Jetzt wollen wir mal gucken, ob mir das gelingt. Also ich richte das jetzt hier einmal an den Karos aus. Ja, die Höhe ist, glaube ich, ganz gut. Und stemple die Bordüre jetzt auf der rechten Seite hier einmal weiter. Da kann man dann einfach ansetzen und du siehst ja hier, dass man durch diese Stempel ganz gut durchgucken kann. Jetzt sieht man hier so einen kleinen Übergang, aber hier kommt eh noch ein bisschen Geschenkband drüber. Das Ganze sieht so aus. Das ist auf der einen Seite so ein bisschen, ich zeige es mal, so ein bisschen franselig und auf der anderen Seite ist es gewellt. Und diese fransige Seite, die soll nach oben zeigen. Und das wird hier einmal so drauf befestigt, aber wenn ich jetzt hier drauf klebe, dann sieht man das irgendwie und das sieht doof aus. Also nehme ich meinen Flinkfix-Kleber und gehe hier einmal auf die Rückseite und setze hier ein paar Klebestreifen und klebe dann von hinten das Geschenkband hier drauf fest. Also lege ich das einmal flach hier drüber, an der Höhe, wo ich das haben möchte. Und auf der Rückseite schlage ich einfach die Enden um. Und dann brauche ich nur noch eine Schere und schneide einmal ab. So, hier habe ich jetzt einfach die Papierschere. Damit geht das ganz gut. Und so sieht das einmal aus. Als nächstes soll hier dieser Teil drauf befestigt werden. Dafür habe ich zwei Papierstreifen geschnitten. Einmal in Taub. Der hat die Maße 13,8 x 5,3 cm und hier habe ich 13,8 x 5 cm in Kirschblüte. Das soll hier so drauf befestigt werden, aber bevor ich das mache, wird einmal gestempelt. Hier habe ich auch mein Stempelkissen Kirschblüte, denn ich möchte Ton in Ton stempeln. Und dann habe ich hier einmal nochmal meine beiden Acrylblöcke. Die möchte ich für die Blüten haben. Ich arbeite jetzt nämlich mit dem Stempelset durch die Blume weiter. Und dafür verwende ich einmal dieses hier. Ich glaube, das ist eine Kornblume oder so. Und außerdem diese kleinere Blüte. Wie du siehst, auch sind auch das hier wieder Klarsichtstempel. Und jetzt wird hier einfach in zufälliger Anordnung die Blüte aufgestempelt. Und das gleiche mache ich hier nochmal mit dieser kleineren Blüte. Und das reicht mir auch schon. Zum Aufkleben benutze ich nun meinen Mehrzweckkleber. Bin ja ein Fan davon, nochmal so ein bisschen auf dem Papier auszurichten, weil gerade gelingt mir nicht immer so gut. Kannst natürlich auch Flinkfix oder anderen Kleber nehmen, je nachdem, was du gerade da hast. Und setz das hier einmal so drauf und kann eben noch so ein bisschen hin und her schieben, wie du siehst, um das so ein bisschen auszurichten.
dafür nehme ich jetzt noch ein paar Stampin' Dimensionals, um das auf der Karte zu befestigen. Und da bin ich auch ein bisschen großzügiger mit. Ich möchte ja nicht, dass sich hier irgendwie das Papier einfach durchbiegt, wenn es auf der Karte ist. Ja, und das soll hier auf der Karte befestigt werden. Ich glaube, das mache ich lieber mal vorher. Und auch hier nehme ich wieder den Flüssigkleber. So, einmal hier so drauf. Und auch noch ein bisschen in Position schieben. Ich sehe gerade, hier habe ich ein bisschen rumgesudelt. Ist aber nicht ganz so schlimm, weil da kommt dieser Teil drauf. Na? Da musst du einfach so ein bisschen gucken. Nee, ich muss es einmal umdrehen. Ich sehe gerade, ich habe hier mit dem Farbkarton ungleichmäßig geschnitten. Und wenn ich das hier drüber mache, dann fällt es noch weniger auf. So, das einmal da drauf. Jetzt fehlt nur noch der Schriftzug. Dafür habe ich hier ein Reststück Farbkarton und aus dem Stempelset diesen für dich. Auch wieder mein Stempelkissen Taub. Super schöne Farbe, wie ich finde. Und das Ganze wird mit der Big Shot ausgestanzt. Dafür benötige ich einmal meinen Framelit. Der wird dann hier so drüber gegeben. Und auch aus Taub wird der nächste Kreis ausgestanzt, nämlich mit diesen schönen Framelits, die so ein bisschen perforieren. Und das sieht einfach total gut aus, wenn man die hier verwendet als zweite Lage. Ich mache das mal ganz cool. Ja, der Schriftzug, der ist jetzt einmal ausgestanzt und auch in Taub dieser Kreis mit diesen schönen Perforierungen. Und das wird hier einmal hineingeklebt. Dafür nehme ich wieder meinen Flüssigkleber. Ups. So, das kommt einmal hier hinein. Und das kommt dann einmal hier oben drauf. Auch da brauche ich nur ein bisschen Flüssigkleber und da klebe ich auch nur auf einer Seite, damit ich auch hier noch so ein bisschen schieben kann, je nachdem, wo ich das Ganze haben möchte. So, zu guter Letzt kommen jetzt einfach noch so ein paar kleine Strasssteinchen drauf. Da habe ich den Basic Strassschmuck einmal. Diese Strasssteinchen, die sind selbstklebend. Und ich gehe da entweder mit den Fingernägeln drunter oder eben mit der Schere. Wenn du da nicht so richtig drunter kommst, dann bleibt hier auf dem Papier so ein Mini-Klebepunkt haften. Das ist der hier auf der Rückseite von diesen Strasssteinchen ist. Und ja, das Ganze bleibt dann ganz gut auf dem Papier kleben. Und hier sind so Ketten drauf. Ich zerschneide die immer, weil ich die so am Stück überhaupt nicht verwenden mag. Und so habe ich noch ein paar mehr von diesen kleineren Steinchen und kann die mitverwenden. So, nicht ganz sauber durchgeschnitten. Dann kann ich das so ein bisschen drunter schieben. Ja, und fertig ist meine Karte. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich über deinen Daumen nach oben hier unten rechts in der Ecke auf YouTube oder aber auf deinen Kommentar. Mehr Informationen zu Bestellmöglichkeiten findest du auf meinem Blog unter www.stempeline.de. Ich freue mich, dass du wieder vorbeigeschaut hast und sage Tschüss und bis bald.